Wenn jetzt natürlich was von oben kommt, dann bin ich sowas von gepiept. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Age of Engineering. Ich habe mir gerade einen Haufen Clay Buckets organisiert. Ich habe in der Farmwelt ziemlich weit unten Lava gefunden. Und werde jetzt mal die Tinkers-Schmelze befeuern. Und dann werden wir mal probieren, dass wir ein paar Casts kriegen. Warum geht das jetzt nicht? Ah, so, unser Tank ist voll. Zur Sicherheit haue ich die jetzt mal hier rein. Brauchen wir ja jetzt gerade nicht mehr. Ich hoffe mal, die Kiste geht nicht in Flammen auf. Und wenn wir hier reingucken, 4 Buckets sind drin. So, wir brauchen jetzt Cast. So, und da brauchen wir Gold, können wir nicht abbauen. Aluminium Brass. Aluminium habe ich keins gefunden, ganz ehrlich gesagt. Deshalb das normale Brass, das ist hier Kupfer und Zink. Also das müssen wir jetzt erstmal einfüllen hier, beziehungsweise verbrennen. Zink müsste Tin sein, weil wenn wir hier Zink eingeben, gibt es auch nichts. Ja, hier. So, 7 Ingots sind da drin. Brass, Molten Brass. In der Schmelze, wir brauchen 2 Millibuckets. Aber wie viel ist denn? Das reicht gar nicht. Ich brauche noch ein Kupfer. Und 2 Zink, glaube ich. What the heck? Ist daraus Bronze geworden? Oh fuck, ich weiß genau, wieso ich... So, Bronze ist jetzt unten. Ich weiß genau, weshalb ich die Tinkers Schmelze normal nie gebaut habe. Und jetzt reicht's nicht. Silber brauchen wir doch gar nicht. So, ich muss falsch rum, ich muss erst so machen. Jetzt haben wir Bronze, aber ich brauche doch gar kein Bronze, Mann. Und ich habe das Kupfer hergeschenkt. So, toll, Bronzeblock. Was fange ich damit jetzt an? Das werden wir sicher irgendwann brauchen. Also muss ich die erst so und dann so. Aha. Ich schmelze jetzt mal. Das Blöde ist, ich check's mal hier überhaupt gar nicht. Also Tinkers, ich habe mich immer geweigert, Tinkers zu machen. Und es rächt sich jetzt natürlich. Ich bin Tinkers immer aus dem Weg gegangen. Wir könnten mal gleich... Ah, geh unter.
Hören mal gleich. Es ärgert mich. Es ärgert mich, weil ich zu dumm dafür bin. Irgendwo hatte ich das Buch noch. Hier, Moment. Ich würde gerne mal wissen, wie ich die einzelnen Dinger kriege. Das sind die Modifier. Also ich suche gerade, wie ich das hinkriege, und das gibt's gar nicht. Früher gab es noch ein... Warte mal. Think. Materials and you. Ja, genau, das ist dieses Buch. Ah, hier. Introducing. Ja eben, ich brauche ja die Schablonen erstmal, aber ich kann ja da keine Holzschablone reinlegen, oder doch? Nein, geht eben nicht. Und dieses Ingot Cast kann ich ja auch nicht machen, weil ich muss dann ein Ingot da reinlegen. Ah, warte. Doch, es geht. Ich kann einen Block craften und einen Block in Ingots machen. Okay. Yeah, okay, jetzt habe ich es. So können wir das machen. Okay, aber jetzt muss ich... ich glaube, wenn ich hier was wegnehme. Achso, aber das ist kein essentieller Block. Und der auch nicht. Dann ist es wieder leer. Okay. Jetzt hauen wir da neuen Tin-Ingots rein. Eisen. Okay, und jetzt kommen wir hier raus. Kann ich hier überhaupt 3, 2, 4, 6, da passt bloß 18 rein. Okay, jetzt habe ich Tin. Gut, okay. Also so funktioniert das. Jetzt brauchen wir trotzdem wieder Kupfer und eine Spitzhacke. Weil wir haben ja kein Kupfer mehr. Und ich glaube, in der Höhle, die wir mal entdeckt hatten. Lol, ich kann da eine Spitzhacke reinlegen. In der Höhle, die wir irgendwo da unten mal entdeckt haben. Ich glaube, da war Kupfer drin. Wenn ich noch genau wüsste, wo die Höhle war. Ich glaube, die war da unten. Auf dieser Seite. Wenn nicht, gehen wir. Ne, da war sie nicht.
Egal, dann gehen wir mal da unten rein. Unser Bäumchen hier wächst auch gut. Also unsere sogenannte Baumfarm. Hier gehen wir jetzt mal rein. Nur noch ein paar Fackeln. Wirklich nur noch ein paar. Tin. Tin haben wir eigentlich genug. Kupfer hatte ich keins. Da auch nicht. Kacke, Alter. Wir haben so viel Zeug gesammelt, aber ist natürlich kein Kupfer gefunden. Ah, hier war meine Schaffarm. Die super gar nicht funktioniert hat. Ich habe mir ja überlegt, in die Wüste zu gehen. Wow. Gibt es wenigstens... Was fällt hier runter? Oh, Achtung. Hier gibt es wenigstens Kohle, das wäre auch wichtig. Ja, nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Aber ich habe kein Holz mehr dabei. Also das behalten wir mal im Auge, im Ohr, im Kopf. Ah, Schweinchen haben wir. Auch nämlich Fackeln. Kriegen wir auch nicht viele, aber besser wie gar nichts. Immer mit ein bisschen zufrieden sein, nicht zu viel wollen. Okay, hier gibt es aber auch kein Kupfer. Also ich hatte den Gedanken, in die Wüste zu gehen und mir eine... Da gibt es bestimmt irgendwie irgendwas. So von wegen Pyramide oder so. Nein, da gibt es sogar ein Dorf. Oh, wenn die Castings haben... Dann ist es ja Imbar. Casts. Da ist sogar ein Dorf ganz in der Nähe. Habe ich auf dem Minimap gar nicht gesehen, weil ich so weit noch gar nicht war. Die werden mir sicher auch ein bisschen Essen spendieren. Oder gibt es sogar eine Brücke? Ist ja cool. Aber Leute, ich muss sagen, ihr habt irgendwie hier einen Unfall gehabt, oder? Wo ist denn die Türe zu dem Häuschen hier? Ah, hier. Hallo? Keiner da. Also schon jemand da. Was willst du? Immer halte, ja klar. Was war das? Karotten. Nehmen wir natürlich mit. Und das hier? Rote Beete. Wir kriegen sogar ein paar Seeds davon. Hey! Kollege! Achso, du kommst ja gar nicht hoch. Doch, hier kommst du hoch. Oh, jetzt kommen wir hier mit lauter Essen zurück. Ich sehe es schon. Und eigentlich haben wir was ganz anderes gesucht. Was
ist das? Mushroom? Nicht Mushroom. Keine Ahnung. Hier. Gibt's da was? Da gibt's zumindest mal eine Kiste. Glasflaschen sehen hier also so aus. Aber hier gibt's keine. Karotten? Jawohl. Meine Lieblingsnahrung auf Minecraft. Kartoffeln. Besseres wie Baked Potatoes gibt's nicht. So, in die Kirche würde ich gerne reingehen. Wo ist denn der Eingang? Dann buddeln wir uns ein. Ups, sorry. Sorry, tut mir wirklich leid. Weil manchmal gibt es da oben noch was. Aber hier nicht. Okay. So, jetzt haben wir natürlich Nacht. Bisschen ungeschickt. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, in diese Richtung müssen wir. So, ich hoffe mal, dass wir ankommen. Durch Nacht und Nebel. Nacht und Nebel. Habt ihr gesehen, wie ich dem ausgewichen bin? Oh, fuck. Und da stehen natürlich die nächsten Skeletons. Ein Häschen hoppelt hier auch noch rum. Da steht ein Creeper. Und jetzt hier hoch. Toll. Da stand ein Enderman. Wenn jetzt natürlich was von oben kommt, dann bin ich sowas von gepiept. Nein! Okay, ich kann hier schlafen. Wir haben es geschafft. Okay, gut. Hier müsste drin sein, zweimal Eisen. Alter, hat er durch den Baum geschossen. Bist du denn für ein Assi? Edge. Hat ja nichts gebracht. So, ja. Wir haben es probiert. Ich hau mal das Zeug hier weg. Wir haben probiert, uns Casts zu machen, aber leider ohne Erfolg. Eisen. Wir müssen noch mal ein bisschen nacharbeiten. Definitiv. Ja, wir müssen Kupfer suchen. Das werde ich zwischen den Folgen machen. Und dann hoffe ich, dass wir nächstes Mal uns Casts machen können. Ingot Cast geht ja auch, ja klar. Und ja, dann geht's weiter mit Minecraft Age of Engineering. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Gerne auch einen Kommentar, wie ihr das Let's Play findet. Schreibt mir einfach, was ihr denkt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.